wir sind heute am Supercharger in Wilnsdorf. Nette Leute habe ich getroffen, den Martin vom Tesla Tagebuch. Wenn einer das noch nicht kennt, dann schaut euch das mal an. Martin, sag mal was dazu. Wo findet man dich? Mich findet man bei Facebook. Was muss man eingeben, um dich zu finden? Einfach Tesla Tagebuch bei Facebook eingeben und dann findet man mich. Oder beziehungsweise das Tesla Tagebuch. Was machst du denn da? Da schreibe ich jeden Tag rein, was ich mit meinem Tesla erlebe. Weil jeden Tag ist irgendetwas. Du hast jetzt keinen neuen Tesla gekauft, du hast jetzt einen Model S 85. Genau. Erzähl mal was, wie alt ist der? Der ist von September 2014. Hatte damals 100.000 Kilometer gelaufen im Oktober letzten Jahres, also 2018, habe ich den gekauft. Und den habe ich in Holland gekauft. Hat damals 39.500 € netto gekostet. Und ich bin mit dem Auto sehr zufrieden. Und funktioniert einwandfrei. Wie bist du dazu gekommen zu Tesla? Weil es gibt ja viele andere Automarken. Und Tesla ist ja in Deutschland nicht so bekannt, sag ich mal, meine Erfahrung war, wenn ich in ein Autohaus gegangen bin und ich habe dann gesagt, ich möchte ein Elektroauto kaufen, da haben die gesagt, nee, wir sind noch nicht so weit und kaufen sich lieber hier, da wollten sich irgendwie da in die Ecke drängen, dass du irgendeinen Verbrenner von denen kaufst hier. Also waren zwei, drei Autohäuser, wo das bei mir so gelaufen ist, da habe ich die Nase voll gehabt und dann habe ich mich halt auf YouTube ein bisschen umgeguckt, bin hier auf den Ove Krüger gekommen. Und auch auf Snellers und ja, dann die beiden Komponenten zusammen haben mich dann zum Tesla gebracht. Ja, bei mir war es ein bisschen ähnlich. Ich bin ja im Außendienst und habe natürlich immer einen Diesel gefahren, wie sich das gehört, immer einen Van, einen S-Max oder einen VW Charan. Und der Leasingvertrag von dem S-Max lief dann irgendwann zum Ende des Jahres aus und da brauchte ich ein neues Auto. Und dann habe ich halt überlegt, ob ich mir wieder einen Diesel kaufe oder ob ich vielleicht lieber was anderes nehme. Und dann war eigentlich ein Hybrid die engere Wahl. Eigentlich hätte ich einen Mitsubishi Outlander kaufen wollen, Plug-in-Hybrid, also ein Benziner. Und wir haben auch ich habe natürlich auch die Videos geguckt bei YouTube von den verschiedenen YouTubern. Und dann war es so, dass ich gesehen habe, dass in Cham eigentlich auch ein Tesla-Store wäre. Und da habe ich da mal hingeschrieben, weil ich mir da was angucken wollte, beziehungsweise mit meinen beiden Töchtern. Und dann hat er aber gesagt, dass es den nicht mehr gibt und in Düsseldorf wäre einer. Und dann kam ich über das eine oder andere Anfrage, auch wegen der Leasing und Leasingangebot dazu, dass der dann gesagt hat, ob wir nicht mal eine Probefahrt machen möchten in Düsseldorf. Und dann war es so, dass ich das natürlich sehr interessant fand und wir sowieso in den Herbstferien nach Holland wollten, in Urlaub. Und dann passte das mit dem Termin ganz gut. Dann sind wir also zum Donnerstag dahin gefahren, auf dem Weg in den Urlaub sozusagen, und haben da die Probefahrt gemacht. Wie lange war die Probefahrt? So eine Stunde war die bestimmt. Und dann waren wir vier mit Hund und dem Tesla-Mitarbeiter da bei Tesla gewesen in Düsseldorf und sind mit dem P100D gefahren. Ja, klar, die nehmen immer den besten. Genau. Und das war richtig cool, hat natürlich richtig Spaß gemacht. Die Familie war auch begeistert. Und also du hast den Wagen bekommen, du durfst selber damit fahren. Oder ja. War einer neben Beifahrer sitzt genau, und hat dann. Genau, ja. Der okay. War ein Beifahrer, war ein Tesla-Mitarbeiter. Das wundert mich, weil bei mir ist das anders gelaufen. Weil ich habe gefragt, die haben gesagt, die geben den mir für ein paar Stunden mit, dass ich ihn alleine fahren kann. Und dann habe ich gesagt, nee, da habe ich keinen Bock drauf für ein paar Stunden nur, weil ich möchte gerne den Wagen mal über Nacht haben, weil ich auch mal laden möchte, will mal gucken, ob er in die Garage passt. Und ich möchte den halt ein bisschen länger haben. Da haben die erstmal und dann haben die geguckt, wer ich bin, und dann haben die anscheinend ein bisschen recherchiert und dann auf einmal war das kein Problem. Ich hatte den für fast zwei Tage, den Wagen. Okay. Und ich war sehr zufrieden mit der Probefahrt. Auch der Autopilot hat mich überzeugt auf der Autobahn. Ich bin dann von Erstadt hier nach Wilnsdorf gefahren, bin die ganze Strecke quasi nur mit Autopilot gefahren und war auch wunderbar, wenn ein LKW kam, hat der abgebremst und konnte links mal blinken, dann hat der automatisch überholt und so Sachen alle. Das war eigentlich eine coole Sache. Also für mich war eigentlich immer klar, wenn ich einen Tesla kaufe, hole ich mal einen mit Autopilot. Genau. Und dann ist es anders gekommen. Dann habe ich, sag ich mal, ein sehr gutes Angebot bekommen vom Owe. Und dann habe ich den halt bei Snellers geholt.
35.500 Euro, ist natürlich ein Schnäppchen netto. Steuer zahle ich erst, wenn ich den wieder verkaufe. Über und, mir? Genau. Und dann habe ich mir einfach gesagt, ja, was machst du jetzt hier? Ne? Also, wo ich den gesehen habe hier, ne? Kaufst du den jetzt? Oder Owe hat mich dann überzeugt, ja, Autopilot brauchen wir nicht. Jetzt im Nachhinein siehst du die Videos, wo der Owe immer mit Autopilot fährt und macht und tut. Und also jetzt war ich die letzten Wochen, Monate immer so geil auf dem Autopilot. Aber jetzt habe ich das Video von dem Schräg gesehen, ne? Wo der da durch die Stadt mitgefahren ist mit dem Autopilot und alles. Und das hat mich so wieder ein bisschen runtergebracht. Weil das hat, also... man hat, das Fazit von dem Video war einfach, dass das Ding auf Autobahn gut funktioniert und auf Bundesstraßen oder wie auch immer, aber in der Stadt irgendwie nicht tauglich ist, weil da hast du mehr Stress in der Stadt, was zu machen, als wenn du selber fährst. Ne? Und da habe ich mir gesagt, weil meiner hat ja auch wie deiner Supercharger Free noch. Genau. Und spart man ja einiges an Geld. Und mein Auto ist in Ordnung. Also es waren einige Kleinigkeiten dran, die ich machen musste, wie mit dem Doppellader die Nummer. Und jetzt habe ich bei mir die TPMS-Sensoren umgebaut vom Baulong auf Conti. Dann habe ich ein Retrofit-Upgrade. Ich habe jetzt nicht wie du 3G, ich habe das LTE bei mir mit drin. Kleine Spielereien. Das Ding hat, sag ich mal, alle Rückrufaktionen mit durchgemacht. Die haben die Querlenker getauscht, die haben vorne Steering-Wheel-Schrauben und hier. Also es waren unheimlich viele Sachen, die jetzt gemacht worden sind, aber die, wo das Auto jetzt auf dem neuesten Stand ist. Hast du auch gesehen, die ganzen Kleinigkeiten, die ich da drauf habe, hier mit, mit diesem Gummischutz da für die Garage an den Seiten, was sogar die Tesla-Leute geil fanden. Dann mein Fake-P100D-Zeichen, also das gebe ich immer ganz offen zu, das ist kein P100D, das ist ein P85. Und ich habe das drauf gemacht, weil ich den damals versiegelt haben lassen, also der Wagen wurde versiegelt und dann mussten die ganzen Schilder alle ab. Und ich habe versucht, da die Dinger nachzubestellen. Das hat ewig gedauert. Und dann habe ich gesagt, okay. Und bei Wish oder bei Amazon irgendwo gab es diese P100D-Dinger. Und dann habe ich das einfach eins bestellt, weil ich da nicht nackt rumfahre. Das Model S-Schild war ohne Probleme verfügbar. Okay. Ja, gut. Meiner ist ja auch Keramik versiegelt, aber bei mir hat er wahrscheinlich drumherum versiegelt. Wahrscheinlich, ja. Ich weiß nicht. Also bei uns, oder als wir die Probefahrt gemacht haben, war es ja so, dass wir auch natürlich hinterher mit dem Autopilot gefahren sind. Und dann kam auch eine Baustelle. Ja, da hat er Probleme. Und dann bin einfach weitergefahren, weil ich gedacht habe, naja, der sitzt ja daneben. Und bis er dann irgendwann gesagt hat, wir brechen jetzt ab. Das war also wirklich, das war so knapp mit dem LKW, wo wir nebeneinander gefahren sind. Okay. Und ich habe nur gedacht, naja gut, das scheint ja zu funktionieren. Und dann hat er das wirklich auch abgebrochen und hat er geschwitzt neben dir. Ja, das war dann doch. Also dieser Autopilot war für mich jetzt kein großes Thema. Ich vermisse den auch nicht. Das war für mich nicht wichtig. Für mich ist das ja ein Abenteuer mit dem Elektroauto, weil ich den ja nun mal im Außendienst nutze und jetzt auch schon in den 6 Monaten fast 330.000 Kilometer gefahren bin. Also ich nutze den ja wirklich viel. Ich fahre sehr viel. Und das andere war für mich nicht so wichtig. Wann hast du den denn geholt? Den haben wir am 1. November dann geholt. November. Also gekauft haben wir den im Urlaub. Wir sind also nach der Probefahrt am nächsten Tag dann weitergefahren mit unserem Wohnmobil Richtung oder in der Nähe von Utrecht, wo der Händler war. Oder der Händler auch noch ist. Und der erste Termin war aber eine mittlere Katastrophe, weil einfach der Händler sich da überhaupt nicht großartig engagiert hat und sich eigentlich auch nicht für uns interessiert hat. Wir konnten nicht aus der Halle rausfahren, da war kein Strom drauf, der hat dauernd das Auto abgeschlossen, das war alles echt ein bisschen nervig. Und da war das eigentlich schon erledigt, aber dann hat er hat auch keine Unterlagen da gehabt. Und dann hat er mir aber abends noch per WhatsApp nochmal eine Aufstellung von der Leasinggesellschaft geschickt, was gemacht worden ist. Und dann wurde das doch wieder interessant, weil eigentlich alles soweit super aussah. Und dann habe ich den Chef nochmal angeschrieben, wir würden also am nächsten Tag nochmal kommen, also dann an einem Samstag, und uns das Auto nochmal angucken, wenn er gewährleistet, dass erstmal ein bisschen Strom auf der Kiste ist, dass wir den auf die Bühne heben können. Haben wir das nicht hingekriegt? Der war einfach dünn, wo wir da angekommen sind, da war gar kein Strom drauf. Der stand da hinten in so einer dunklen Ecke. Okay. Ja, konnte man auch kaum rausfahren da. Ne? Also der Verkäufer hat überhaupt gar keinen Bock gehabt. Der hat den dauernd wieder abgeschlossen. Der war echt nervig. Und dann sind wir halt wieder von Zandvoort da hingefahren, wieder in die Nähe von Utrecht, wieder zu dem Händler. Meine Frau und die Kinder waren natürlich begeistert, dass wir da nochmal hinfahren und nochmal gucken. Mhm. Dann war er auch schon auf der Bühne, und dann habe ich da so im Prinzip Owe das vorgibt, mir von unten angeguckt, die Querlenker, die Batterie, das sah alles super aus. Und dann habe ich gedacht, naja gut, die sagen ja immer, im Prinzip werden ja die ganzen Teslas, die da gecheckt werden, sowieso gekauft.
Habe ich gedacht, ach, dann kann ich das auch machen. Obwohl ich kein Sachverständiger bin und also ehrlich gesagt eigentlich gar keine Ahnung habe. Du hast ihn quasi blind gekauft? Ja, ich habe mir angeguckt. Ja, du hast drunter geguckt, aber hast du denn Ahnung auch vom Auto? Nö, gar keine. Okay. Bin ja kein Automechaniker. Aber die gucken ja auch im Prinzip unten die Querlenker an. Und wenn ich andere sehe, die dann unten verkratzt waren, die wurden ja auch gekauft. Und wenn der Akku nicht in Ordnung war, wurde er gekauft, weil ist ja eine Garantie drauf. Wenn der Akku gut war, wurde er gekauft, weil ist ja auch gut. Und wenn der Motor da in Ordnung war, wurde der Wagen gekauft. Wenn der Motor nicht in Ordnung war, wurde der Wagen gekauft. Da habe ich gedacht, naja, eigentlich ist das doch egal, wie der Wagen ist. Die kaufen den doch sowieso immer. Und selbst letztens war ja ein Video, wo der den nicht gekauft hat, oder wo Uwe den nicht empfohlen hat der Kunde den auch gekauft. Das habe ich auch gesehen. Habe ich gedacht, dass er das dann gemacht hat. Ne? Aber, okay. Ja, auf der Bühne konnte man den Lack einigermaßen, oder konnten wir den gut sehen, wo was ist. Das war alles weit okay. Und bin ja mit dem Auto super zufrieden. Fährt ja einfach frei. Was hast du denn jetzt an dem Auto bisher überhaupt an Reparaturen gehabt? Also in den 30.000 Kilometer, genau, die du jetzt gefahren bist. Also so nach Monat oder so war die Starterbatterie defekt. Ne? Also da sagt man ja so Starterbatterie, diese 12-Volt-Batterie. Die habe ich dann wechseln lassen zwischen Weihnachten und Neujahr. Wie viel hast du denn jetzt drauf? Mal gucken. Knapp 130. 129.000 hast du jetzt drauf. Genau. Okay. Also diese 12-Volt-Batterie? Genau, die 12-Volt-Batterie hat 170 € gekostet bei Tesla. Die habe ich wechseln lassen. Hat er die direkt gemeldet, dass die kaputt ist? Zeigt er an und dann habe ich dann gleich den Tesla-Mitarbeiter angeschrieben und der hat gesagt, immer locker bleiben, da kannst du noch weiter mitfahren, das macht nichts, muss halt dann jetzt irgendwann mal getauscht werden. Mhm. Haben wir ja auch dann, oder habe ich dann ja auch machen lassen. Was man nicht machen sollte, wenn die 12-Volt-Batterie anfängt zu meckern, dass man den Wagen auf 0 Kilometer fährt. Das hat der Björn Nyland gemacht. Es gibt da Probleme irgendwie mit der Synchronisation da, dass die sich irgendwie verstehen. Also 0 Kilometer ist dann auf einmal Ende. Da, weil die sich eng untereinander nicht verstehen. Also okay. Das hat irgendwas mit der Batterie zu tun. Okay. Was das genau ist, weiß ich nicht, aber das war halt der Tipp. Also wenn die Batterie meckert, dann den Wagen also nicht jetzt auf die letzten Kilometer runterfahren. Also das ist einfach der goldene Tipp von Björn damals gewesen. Ja, und dann hatte ich eigentlich großartig gesagt, noch, also der Griff hinten, der zickt manchmal rum. Mhm. Der müsste eigentlich nochmal gemacht werden. Das hätten wir auch eigentlich gemacht, wo er da... Was ist da passiert? Der ist geht einfach nicht, die öffnet nicht. Er fährt raus, er fährt rein, er fährt raus, er fährt rein, wie ganz normal. Aber er öffnet nicht. Auch wenn du nicht fährst, ist er dann raus, während der Fahrt rein? Nein, oder? Wenn du das Auto aufschließt, geht er raus. Hm? Wenn er abschließt, geht er rein. Also ganz normal, wie alle anderen Griffe auf. Aber er öffnet einfach nicht die Tür. Okay. Ja, was habt ihr gemacht? Habt ihr den Mikroschalter gewechselt? Nee, da haben wir noch gar nichts gemacht. Geht ja immer noch nicht. Okay. Gut. Das ist halt eine Sache, die noch nicht ganz perfekt ist. Da gab es ja auch so ein Video von, wie man das repariert. Und genau. Bei Tesla habe ich gesehen, die nehmen sogar die Scheibe irgendwie raus. Und dann war beim Uwe ja einer, der hatte das auch irgendwie gefummelt da. Aber hat das hingekriegt, ohne die Scheibe rauszumachen. Ne? Ja. Meistens ist ja nur der Mikroschalter, der kostet 15 Euro, genau, glaube ich. Ne? Manchmal geht er ja auch, manchmal geht er nicht. Manchmal geht er nicht. Ist halt ein Verschleißteil. Ne? Ich wollte eigentlich das auch machen lassen, wo wir bei Tesla waren zwischen Weihnachten und Neujahr, aber die hatten keinen Teil da oder keinen Griff da oder was weiß ich. Konnten sie nicht machen und dann... Wie oft warst du denn schon bei Tesla? Ja, einmal zwischen Weihnachten und Neujahr, diese Batterie zu wechseln. Ah, nur wegen der Batterie? Dann habe ich ja noch hinten an der Heckklappe sind ja diese vier Schrauben, die waren verrostet. Die habe ich ja bei Tesla in Holland direkt bestellt. Die kosteten 1 Euro ein paar kaputte, 1,12 Euro glaube ich. Ist also auch jetzt nicht die Welt. Und jetzt habe ich noch die Koppelstangen bestellt. Die wechselt dann bei uns, ist eine freie Werkstatt. Der baut mir die dann ein. Der hat also das Auto sich auch mal angeguckt jetzt. Hast du mir ja schon erzählt, dass du jemanden hast, der sich an das Auto auch dran traut? Genau. Weil meine Erfahrung ist, dass die meisten dann Schiss haben, sogar bei Reifen wechseln, und sagen so, wir brauchen einen Hochvoltschein. Genau, aber den hat er wohl und ich habe ja die Winterreifen und die Felgen auch bei ihm gekauft. Aber zum Reifenwechseln brauchen wir keinen Hochvoltschein. Ja, aber der ist auch sehr interessiert. Okay. Bei uns ist das Tempelmann in Ennigerloh und der macht das und der hat jetzt halt beim letzten Mal geguckt und da waren diese Koppelstangen, meinte, der müssten oder sollten wir mal tauschen und da er da immer schlecht drankommt, bestelle ich die dann in Holland bei Tesla und die schicken mir eine Rechnung, ich bezahle das, dann schicken die mir die zu, das funktioniert einmal frei, die Koppelstangen kosten knapp über 40 Euro eine und dann haben wir noch diesen Kohlefilter, der kostete glaube ich 8 oder 9 Euro. Also da sind alle Sachen, das ist also nicht so gut. Also grundsätzlich habe ich da ganz Fazit, wenig. Sag ich mal, jetzt nach 30.000 Kilometer Tesla fahren, würdest du jemanden, der, sag ich mal, sich ein gebrauchtes Elektroauto kaufen will, würdest du dem das empfehlen?
Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich habe da ja wirklich Glück gehabt in meinem Auto. Das ist ja top und ich habe auch ganz, ganz wenige Kosten. Bei deinem war es ja ein bisschen anders. Ein Doppellader ist natürlich dann schnell ein paar tausend Euro. Kurze Erklärung, bei mir war der Doppellader defekt. Doppellader heißt, normalerweise lädt er mit 11 kW. Bei mir lädt er mit 22 kW, weil ich einen Doppellader habe. Und da waren bei beiden Doppelladern war eine Phase kaputt. Und normalerweise ist das, dass man nur eine Sicherung tauschen musste, aber bei einem Doppellader ist die Sicherung verschweißt, das ist nicht so einfach möglich. Und aber gibt in Amerika Leute, die machen das und dann kostet das ein paar hundert Euro, Dollar umgerechnet. Aber hier in Deutschland gibt das leider noch nicht. Und bei Tesla kostet ein Doppellader 2000 Euro netto. Also 4000 Euro hat mich die Geschichte gekostet. Und die Firma Snellers, wo ich den Wagen gekauft habe, die hat die Hälfte von der Summe übernommen. Fand ich fair, weil die hätten es nicht machen müssen, weil es gab da so eine Regelung, weil wenn du als Geschäftsmann den Wagen dann kaufst, dann ist es gekauft wie gesehen. Aber ich habe es direkt reklamiert und also Fred, super, Fred von Snellers, danke, dass ihr so kulant wart. Genau, aber es ist natürlich schon ein bisschen ein Risiko und man muss natürlich auch sehen, genau wie bei dir ist es bei mir ja auch ein Firmenwagen. Da sieht man das vielleicht noch ganz klein ein bisschen entspannter, weil wenn dann doch ein paar Kosten sind, kann man sie ja wenigstens dann nochmal absetzen. Wenn man ja als Privatmann fährt, muss man das Geld ja vorher auch noch verdienen. Das ist sicherlich nochmal ein klein bisschen andere Geschichte. Wenn man hört, die Türgriff, Tesla, ich glaube 700 Euro oder was kostet das? Ja, das ist Wechsel, halt schon alles ist teuer. Ist natürlich heftig, ne? Und man muss immer wissen, dass natürlich die Werkstatt nicht gerade vor Ort ist. Und deswegen schaue ich jetzt und probiere das ja auch mit der Werkstatt vor Ort. Und ich denke, dass der sehr viele Sachen machen kann. Warum soll er das nicht machen? Die sind ja... Die müssen sich auch immer darauf einstellen, da werden ja auch mehr Elektroautos in der Zukunft auf sie zukommen und das wird ja auch dann nochmal ein Markt für diese Händler oder beziehungsweise Werkstätten sein. Ich mach mal ein bisschen die Lüftung, weil es wird langsam ein bisschen warm hier. Ich kann das Schiebedach ja aufmachen. Apropos Schiebedach, hast du Probleme bei dir? Rattert das bei dir? Nö, also ganz, ganz ein bisschen rattert es vielleicht. Das mach mal auf, immer, weil bei mir macht er das Problem. Das. Jetzt rattert es natürlich gar nicht. Ab der Hälfte habe ich auch das Problem. Und wenn du, ja, da muss man halt mal ein bisschen Öl, ja, sag muss, ich mal. Ne? Muss ich vielleicht mal mit den nächsten, ich habe jetzt einen Termin für die Koppelstange zum Wechseln, dann soll er da vielleicht auch nochmal gucken, ob er das nochmal ein bisschen gängiger machen kann. Also beim Aufmachen macht er bei mir Probleme, beim Zumachen höre ich gar nichts, das klappt wunderbar. Obwohl ich ja schon bei Tesla, wo ich dann zwischen Weihnachten und Neujahr da war, auch schon gesagt hatte, dass er das mal ein bisschen ölen soll. Aber okay, bisschen ich sag mal, soll. Wie alt ist jetzt dein Auto? Der ist von 14. Also 4,5 Jahre alt. Also meiner ist von 12, 2013, also 5 Jahre alt. Und da kann natürlich sowas sein, dass du da... Ja, aber das muss ja gangbar gemacht werden. Also das ist ja kein Hexenhack. Also mir sagten die Leute, wenn der Motor okay ist, das heißt, wenn er auf und zu macht, dann ist schon mal die halbe Miete. Und ich habe mit Uwe auch gesprochen. Der sagte mir, ich soll da auf was verschriebenes WD-40 reintun. Habe ich probiert, hat leider nicht geklappt. Jetzt habe ich mit einem anderen Kfz-Experten gesprochen, der sagte irgendwie so eine Teflon-Beschichtung, da irgendwie so ein Spray. Da, ne? Also ich habe ihn da soll er mal probieren und ich werde euch das mitteilen, wenn das geklappt hat. Okay. Ne? Also wie gesagt, wenn das jemand oder wenn einer sich so einen Tesla kaufen möchte oder was natürlich bei mir auch von Anfang an war, was natürlich ein bisschen blöd oder auch ein bisschen ungewöhnt ist, weil ich hatte vorher immer Neuwagen, die geleast worden sind. Da hat man immer eine Garantie und alles drum und dran. Und das war natürlich bei diesem Auto überhaupt nicht. Guck mal, wie weit und da sind wir deswegen habe ich auch vielleicht ein bisschen das Tesla-Tagebuch geschrieben, um einfach oder wo ich jeden Tag ein bisschen was reinschreibe und natürlich auch gucken möchte, was kostet so ein Auto überhaupt im Unterhalt? Rechnet sich das? Und bis jetzt ist es, kann ich mal sagen, dass es auf jeden Fall nicht teurer ist wie mein Ford S-Max, den ich vorher gefahren bin. Einfach durch dieses Free Supercharging, wo man ja doch bei 5000 Kilometern im Monat ungefähr 500 Euro auch an Spritkosten hat und die sind dann ja doch um einiges weniger, weil man halt ja, ich sag mal so 10, 20 Mal im Monat an so einem Supercharger lädt und das ist ja schon eine ganz interessante Geschichte. Ich sag den Leuten immer, die erste Frage, wenn die das Auto sehen, ist das voll elektrisch? Ich sag ja, funktioniert das denn? Wie lange dauert das Laden? Das sind die ersten Fragen. Ne? Und dann, genau, das ist die erste Frage. Die erste Frage wie viele Kilometer schafft er denn? Ja, wie viele Kilometer und wie lange dauert das Laden? Ne? Und dann muss man erstmal erklären, von wegen mit 11 kW laden, mit 22 kW laden oder bei mir, ich habe einen Schademo-Adapter, da kann ich mit fast 50 kW laden.
Und ja, ich habe da keine Probleme. Und ich habe erstmal am Anfang auch sehr viel Angst gehabt mit der Reichweite. Also Angsthasen, wie heißt das? Reichweiten-Angsthase. Ja. Hashtag, ne? Ja, genau. Aber bei mir war das, mittlerweile vertraue ich mir. Mit der Reichweite, das funktioniert einwandfrei. Und ich bin ja hier gerade auch wieder mit 20 Kilometern nur angekommen. Okay. Und einwandfrei. Also wenn da steht 20 Kilometer, dann gehe ich davon aus, dass er noch 20 Kilometer schafft. Und wenn ich jetzt, je nachdem wie schnell ich fahre, kann ich es ja regulieren. Jetzt, wenn ich ungefähr 200 Wattstunden pro Kilometer fahre, dann ist das ja auch ungefähr die vorgegebene Distanz. Und wenn ich ein bisschen schneller fahre, wird es halt ein bisschen weniger. Also das funktioniert wirklich gut und das ist alles einwandfrei. Also vielleicht nochmal der Hinweis, wenn sich jemand einen gebrauchten, 4 Jahre alten Tesla kaufen möchte, wäre natürlich schön, wenn es irgendwo mal was geben würde, wo man dann auch eine Garantie zum normalen Preis kaufen könnte. Also man dann zusätzlich, ne? Jetzt ja, dass man einfach, weil das ist natürlich immer schon ein gewisses Risiko, dass diese Fahrzeuge bis auf den Akku und auf den Motor natürlich die Tesla-Garantie, aber auf die anderen Sachen ja nicht. Und da können natürlich schnell 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Euro mal zusammenkommen. Und dann ist es natürlich nicht unbedingt mehr die Kalkulation, wie man es vielleicht vorher geplant hatte. Ne? Wir gucken gerade so ein bisschen, da kommt gerade ein Model S an in Weiß. Mit Facelift, komischerweise, doch, jetzt will er doch hier rein. Also wenn jemand Bescheid weiß oder vielleicht einen Tipp hat, wo man so eine Gebrauchtwagen-Garantie für den Tesla abschließen kann, dann schreibt das mal unten in den Kommentaren rein. Wir wissen ja auch nicht alles und vielleicht gibt es ja schon sowas. Ne? Und dann würden wir uns natürlich freuen. Ja, aber das ist ja alles so wahnsinnig teuer. Ist halt die Frage, wenn ich natürlich 3.000 Euro für eine Garantie bezahlen soll, dann kann ich auch sagen, na, gehe ich das Risiko wieder ein. Dann ist richtig, ja. Wenn es 500 Euro wäre, dann ist es wirklich sicherlich dann auch interessant. Dann würden wir das noch mehr machen. Ne? Also das ist halt so eine Sache, was ich halt bei diesem Auto gar nicht habe, also eine Garantie. Also muss ich die ganzen Kosten im Zweifel selber übernehmen. Aber ich hatte bis jetzt toi 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 noch keine großen Kosten, sondern alles nur Kleinigkeiten. Du bist so ein Kilometerfahrer, du fährst nicht auf Prozent, ja, ne? Genau. Ich bin immer so ein Switcher, also ich wechsle immer zwischen Karma. Also bei mir sind 333 Kilometer 90%. Ja, aber da müssen wir noch mal umreden. Also ja, was hast du denn jetzt? Wenn jetzt hier auf Display und dann auf Energie, wie viel Prozent zeigt der an? 92. Ja, ist fast identisch wie bei mir. Ja. Der war ja eben, also 333 sind ungefähr, sind 90%. Ne? Der hat jetzt ein bisschen nachgeladen noch. Naja, und ich fahre ja immer auf Kilometer. Wenn ich jetzt nach Hause fahren würde und ich hätte jetzt nicht so lange, weil wir uns ja jetzt hier unterhalten, geladen, dann hätte ich 130, 140 sind es, glaube ich, oder so. Dann hätte ich halt nochmal 50 Kilometer Reserve eingeplant und dann hätte ich auch, welcher bis nach Hause kommen. Ich lade ja meistens zu Hause oder halt an den Superchargern. Ich lade ja fast nie an den öffentlichen Ladesäulen. Genau, weil das gegen, ja, genau das Gegenteil, genau das Gegenteil wie bei dir. Ich habe auch keine guten Erfahrungen mit öffentlichen Ladesäulen, muss ich dazu sagen, weil die entweder nicht funktioniert haben oder das finde ich ganz schön nervig. Okay. Obwohl ich heute Morgen ja noch in Stuttgart an einer öffentlichen Ladesäule geladen hat. Das hat mal wieder, das hat sehr gut funktioniert. Aber er macht Tesla-Ballett. Ja, genau. Er fällt jetzt auf den anderen Port, weil 4B. Auf jeden Fall macht der Tesla sehr viel Spaß und ich kann ihn grundsätzlich natürlich sehr empfehlen. Also ein ganz tolles Auto, ich bin total begeistert. Er fällt natürlich unheimlich auf, da hätte ich natürlich auch nicht mitgerechnet. Also auch wenn ich zu meinen Kunden komme, die gucken natürlich dann, was hat denn der für ein Auto? Warum fährt er kein Passat Diesel? Elektroauto, da kann man nur 100 Kilometer mitfahren. Richtig, ne? Und was hat er noch für ein Motor? Gar keinen. Ja, dann machst du vorne die Haube auf und dann denkt ihr, wo ist der Motor denn? Ne? Ja, vorne habe ich immer das T-Magazin drin. Okay. Und dann, wenn ein Kunde sich dafür interessiert, dann mache ich jetzt mal vorne natürlich den Frank auf und dann zeige ich das und beziehungsweise hole dann die Zeitung daraus, gebe den natürlich dann eine, freuen die sich immer und alles gut. Mhm. Und das ist natürlich riesengroß. Ich habe ja einen 7-Sitzer. Bei mir kommt man ja sogar zu sich. Ach, stimmt, du hast kannst ja umklappen. Ne? Und ich habe im Kofferraum genug Platz für meine ganzen Unterlagen. Also es ist Wahnsinn, was in das Auto alles reinpasst. Also es ist wirklich ein super Auto. Wie aus der Zukunft, obwohl er ja schon 4,5 Jahre alt ist. Und wenn einer mitfährt, der denkt, boah, ist das alles super und alles neu und alles toll. Und wenn man dann sagt, naja, der ist schon 4,5 Jahre alt, das glauben, glaube ich, die Leute gar nicht. Weil es ja gar nicht zu glauben ist. Hast du das Video gesehen, wo der mit dem Dennis Wittus und dem Holger Lauderlei, wo der Holger sagt, sein Tesla Model S, den wollte er, also der hat seiner Nichte, hat er, oder ich weiß nicht, ob er den gekauft, aber jedenfalls die Nichte fährt ein Model 3. Okay. Und er ist den hinterher auch gefahren, das Model 3, und dann wollte er hinterher sein Model 3 eintauschen gegen Model S.
also gegen seinen P90D. Und weil er sagte, das Model 3 ist ein mega Auto. Weil er sagte, im Vergleich zum Model 3 ist sein Model S ein Steinzeitauto. Hat er gesagt. Ja, also, aber ich finde das Model S super, vor allem mit dem Kofferraum. Ich brauche ja einen sehr großen Kofferraum für die Arbeit, weil ich ja mal die Unterlagen drin habe, Kataloge, Muster, Prospekte, was ich halt für die Kunden bringe. Genau, also das Auto ist riesengroß. Ich habe auch, wenn ich Schulungen mache, habe ich so große Boxen, die mitten müssen. Die kommen da hinten auf die Rücksitzbank. Man kann die Sitze umklappen. Also das ist alles super mit dem Auto. Ist natürlich auch ein sehr großes Auto. Ja, Weißt du, wie viele Bananenkisten in das Model S passen? Also, nee. Da gibt es ein paar, ich glaube, ein paar Freaks, die machen so Tests halt. Ne? Und ich glaube, 21 oder 23 Bananenkisten kriegst du in ein Model S rein. Das schon, das haben die in den in irgendwie so einen Audi-Kombi noch nicht mal reingekriegt. Und da ich ja Dunstabzugshauben auch verkaufe, nehme ich auch schon mal eine Dunstabzugshaube mit. Und also ich finde das Model S natürlich toll. Wobei das Model 3 sicherlich auch ein tolles Auto ist, aber von der Größe und vom Kofferraum finde ich das gut. Was natürlich bei dem Model 3 schöner ist, natürlich vielleicht mit der Reichweite, dass man noch mal ein paar Kilometer extra. Dieser schafft oder gibt an so 370 Kilometer bei 100%. Habe ich schon mir auch, genau. Ja. Okay, schönes Fazit zum Video. Wir haben jetzt 25 Minuten, 24 Minuten 20. Langes Video, aber ich hoffe, dass wir euch ein paar schöne Informationen gegeben haben zum Thema Tesla Model S. Und also ich habe mir das Model 3 angeguckt. Ich finde es schön, aber es ist für mich einfach zu klein. Mir gefällt es nicht, weil es zu klein ist. Ne? Und vor allen Dingen auch dieser, wenn du einen Kofferraum aufmachst, dann hast du dieses gezogene O, wo das alles reingedrückt wird quasi. Das soll ja beim Model Y, also soll es hinterher besser werden. Wenn das rauskommt, dann wäre das vielleicht eine Alternative mal zum Model S. Ne? Schauen wir mal, ist ja nur wieder ein bisschen Zeit hin. Genau. Martin, dann, du hast die letzten Worte. Machen wir ein bisschen Werbung noch für dein Tagebuch. Ja, wenn ihr möchtet, beim Tesla Tagebuch bei Facebook findet ihr mich. Und ja, natürlich freue ich mich, wenn auch noch welche dazukommen. Wie viele Leute hast du denn jetzt? Noch nicht ganz. 720, glaube ich, oder so um den Dreh. Also Leute, auf 1000 wollen wir gucken. Und dann machen wir eine kleine Party. Ne? Okay, danke euch. Christian Lasse für TV News on Tour.de und Martin Tesla Tagebuch. Genau. Ciao. Ciao. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rocking if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby.